Wir lassen nun die Scheibe mit einer höheren Drehzahl umlaufen. Wir lassen den Elektromotor also schneller laufen und warten, bis er auf 220 Umdrehungen je Minute angekommen ist. Dadurch steigert sich auch der Wert der Radialkraft. Wir sind jetzt etwa bei 200 Umdrehungen je Minute. So, und kommen jetzt auf 220 Umdrehungen je Minute. Das ist also der doppelte Wert der Drehzahl wie vorher. Unser Kraftmesser zeigt jetzt 24 Newton an. Das ist also unser nächstes Ergebnis. An der Wagenmasse hat sich nichts geändert, aber die Drehzahl haben wir verdoppelt. Sie beträgt jetzt 220 Umdrehungen je Minute. Der Radius ist gleich geblieben. Die Radialkraft ist sehr stark angewachsen. Von 6 Newton auf 24 Newton. Das ist der vierfache Wert bei Verdoppelung der Drehzahl. Dahinter steckt ein quadratischer Zusammenhang. In der Sprechweise der Mathematik können wir sagen, die Radialkraft ist proportional zur Drehzahl im Quadrat. Also bei der zweifachen Drehzahl haben wir die vierfache Radialkraft beobachtet. Ein Versuch, den wir mit der dreifachen Drehzahl ausführen würden, würde uns die 3 hoch zweifache, das heißt die neunfache Radialkraft liefern. In der Zwischenzeit haben nun die Mitarbeiter hier im Studio den Wagen beladen. Sie haben einen Zusatzkörper hier eingesetzt, sodass er jetzt insgesamt 200 Gramm Masse besitzt. Würde uns die 3 hoch zweifache, das heißt die neunfache Radialkraft liefern. In der Zwischenzeit haben nun die Mitarbeiter hier im Studio den Wagen beladen. Sie haben einen Zusatzkörper hier eingesetzt, sodass er jetzt insgesamt 200 Gramm Masse besitzt. Wir lassen diesen Wagen nun wieder umlaufen, und zwar mit dem Radius 45 cm wie vorher. Wir lassen den Motor anlaufen und warten ab, bis der Motor eine Drehzahl von 220 Umdrehungen je Minute erreicht hat, so wie vorher wir es als letzte Drehzahl verwendet haben. So, der Drehzahlmesser zeigt jetzt etwa 100 Umdrehungen je Minute an. Die Drehzahl wächst. Schauen wir mal auf unseren Kraftmesser. Ja, die Kraft wird jetzt auch größer. Wir kommen auf die 30 Newton etwa hin. Das dauert natürlich etwas, bis der Motor die Scheibe auf diese Turnzahl, auf diese Drehzahl gebracht hat. Wir sind jetzt etwas über 200 Umdrehungen je Minute angekommen. Ich glaube, wir können jetzt sagen, das sind 220 Umdrehungen je Minute. Schauen wir auf unseren Kraftmesser, der steht auf etwa 48 Newton, knapp 48 Newton bei 220 Umdrehungen je Minute. Das also ist unser letztes Ergebnis unserer Messreihe. Die Masse haben wir verdoppelt, von 100 Gramm auf 200 Gramm. Die Drehzahl und den Radius haben wir gleich gelassen. Die Radialkraft ist auf den doppelten Wert angewachsen, nämlich auf 48 Newton. Also die zweifache Masse erfordert die zweifache Radialkraft. Darin zeigt sich wieder eine Proportionalität, nämlich die Radialkraft ist proportional zur Masse. Diese drei Teilergebnisse, Radialkraft proportional zu Radius, proportional zu Drehzahl im Quadrat und proportional zur Masse, lassen sich zusammenfassen in eine einzige Gleichung. Die sieht besonders einfach aus, wenn wir statt der Drehzahl die Winkelgeschwindigkeit verwenden. Diese Formel lautet Fr für Radialkraft gleich m mal Omega Quadrat mal r. Wir erkennen aus ihr die Proportionalität der Radialkraft zur Masse m. Das war unsere letzte Proportionalität.
Wir erkennen ebenfalls daraus, dass Fr proportional ist zu Omega Quadrat, nämlich zur Winkelgeschwindigkeit im Quadrat und damit auch zur Drehzahl im Quadrat. Und schließlich, die Radialkraft Fr ist proportional zum Radius. Das war sogar unser erstes Ergebnis. Nun, ebenso groß wie die Radialkraft gewesen ist, um diesen Wagen nach innen zu ziehen, ebenso groß ist auch die Gegenkraft, die der Wagen aufgebracht hat und die an dieser Schnur und schließlich eben auch an unserem Kraftmesser gezogen hat. Radialkraft nach innen an den Wagen und Gegenkraft sind gleich. Sie lassen sich daher auch mit derselben Formel berechnen. Halten wir also fest, die Radialkraft, also Fr, berechnet sich aus m mal Omega Quadrat mal r. Ebenso groß ist auch die Gegenkraft, also gleich Fg. Hier auf diesem Wagen liegt eine Kugel. Ich schiebe zunächst einmal den Wagen schön gleichmäßig ein Stück weit geradeaus. Wenn ich das vorsichtig mache, bleibt die Kugel auf dem Wagen liegen. Jetzt mache ich einen Bogen. Ja, das war zu erwarten. Die Kugel ist heruntergerollt. Aufgrund ihrer Trägheit behielt ja die Kugel ihre geradlinige Bahnrichtung bei, während der Wagen gewissermaßen unter ihr weggezogen worden ist. Natürlich wirkte auf die Kugel eine geringe Reibung, aber von der wollen wir hier absehen. Die Bewegungsrichtung der Kugel bleibt geradlinig, weil keine Kraft, keine Radialkraft auf sie wirkt, die sie etwa in die Kreisbahn gezwungen hätte. Schauen wir uns diesen Vorgang der Kurvenfahrt noch einmal an, und zwar von oben her gesehen, etwas vereinfacht, im Trick. Die Platte, auf der die Kugel liegt, macht eine Linkskurve. Die Kugel bewegt sich dagegen aufgrund ihrer Trägheit einfach geradeaus weiter. Nun lässt sich dieser Vorgang der Kurvenfahrt auch noch vom Standpunkt des fahrenden Wagens aus beurteilen. Und da sehen die Dinge folgendermaßen aus. Vom Standpunkt des fahrenden Wagens aus betrachtet war die Kugel zuerst in Ruhe, auf dem Wagen in Ruhe. Wir können sagen, relativ zum Wagen war die Kugel am Anfang in Ruhe. Solange nämlich, als die geradlinige, gleichmäßige Fahrt andauerte. Und dann hatte ich diese Linkskurve gemacht. Dann hat sich auf dem Wagen die Kugel in Bewegung gesetzt. Ein Beobachter, der sich mit dem Wagen mitbewegt, kann folgerichtig dieses in Bewegung kommen als Wirkung einer Kraft auffassen, die auf die Kugel wirkt. Diese Kraft, die auf die Kugel nach außen hin wirkt, nennen wir Fliehkraft oder Zentrifugalkraft. Also diese Fliehkraft oder Zentrifugalkraft tritt nur für einen Beobachter in Erscheinung, der sich mit dem Wagen mitbewegt, also für einen bewegten Beobachter. Er deutet das in Bewegung kommen dieser Kugel nach außen hin als Wirkung der Fliehkraft oder der Zentrifugalkraft. Sie sehen also, meine Zuschauer, es kommt ganz auf den Standpunkt an. Vom Standpunkt eines ruhenden Beobachters aus müssen wir das so deuten. Als ruhenden Beobachter können wir etwa die Kamera ansprechen, von der aus wir den Vorgang ja miteinander betrachtet haben. Für einen ruhenden Beobachter wirkt keine Kraft auf die Kugel. Sie bewegt sich daher geradlinig weiter. Vom Standpunkt eines bewegten Beobachters aus sehen die Dinge anders aus. Da war die Kugel ja anfangs auf dem Wagen in Ruhe, ist dann in Bewegung gekommen. Ein bewegter Beobachter wird also sagen, es wirkt schon eine Kraft auf die Kugel, nämlich die sogenannte Zentrifugalkraft. Nun, mit Hilfe des Begriffes der Zentrifugalkraft lässt sich der Versuch, den wir vorher gesehen haben mit dem kleinen Wagen auf der rotierenden Scheibe, jetzt folgendermaßen deuten. Ein Beobachter, der mit der Drehung sich mitbewegt, wird feststellen, dass auf diesen Wagen eine Kraft nach außen wirkt, die sogenannte Zentrifugalkraft.
Um diese Kraft auszugleichen, muss die Schnur eine Gegenkraft nach innen erzeugen. Diese Kraft nach innen kennen wir schon, es ist die Radialkraft. Zentrifugalkraft nach außen und Radialkraft nach innen halten sich das Gleichgewicht. Sie lassen den Wagen relativ zur Scheibe in Ruhe. So können wir den Vorgang deuten vom Standpunkt eines mitrotierenden Beobachters aus. Da die Zentrifugalkraft ebenso stark ist wie die Radialkraft, gilt für die Zentrifugalkraft dieselbe Berechnungsformel wie für die Radialkraft. Für die Zentrifugalkraft Fz gilt daher Fz gleich m mal Omega Quadrat mal R. Nun noch ein Versuch, den Sie nach der Sendung leicht selber ausprobieren können. Nehmen Sie einen Eimer, gießen etwas Wasser ein. So. Und wenn Sie dann diesen Eimer recht schnell im Kreis herumschwingen, dann läuft kein Wasser aus. Die Zentrifugalkraft drückt das Wasser so stark gegen den Gefäßboden, jeweils in jeder Lage nach außen, dass das Wasser auch nicht ausläuft, wenn sich der Eimer also im höchsten Punkt hier seiner Bahn befindet. Offenbar ist die Zentrifugalkraft nach außen größer als die Gewichtskraft, die auf das Wasser wirkt. Mit diesem hübschen Spielzeug hier, mit einer Schleifenbahn für ein kleines Modellauto, möchte ich Ihnen noch eine Wirkung der Zentrifugalkraft zeigen. Ich lasse dieses Auto hier herunterfahren. So, dann haben wir beobachtet, dass es auf seiner Bahn bleibt. Das heißt also, die Fliehkraft drückt das Auto so stark auf die Fahrbahn, dass es auch in dem höchsten Punkt seiner Bahn nicht herunterfällt. Die Zentrifugalkraft ist es, die den Bob in der Kurve gegen die steile Eiswand drückt. Die Zentrifugalkraft ist es auch, die beim Kettenkarussell die Fahrgäste nach außen zieht.